Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur, ja, ich sag jetzt mal ersten Folge auf der Lauchringen. Wir hatten sie ja am Sonntag im Livestream vorgestellt und ja, jetzt möchte ich einfach anfangen mit der Feldarbeit. Dazu schnappen wir uns den Drescher. Jetzt muss ich den wieder suchen. Da sind die Anhänger. Hier ist Dünger. Ah, gefunden. Super. Und der doofe Schneidwerkswagen. Ah. Na, das kann ja wieder was werden. So. Gucken, dass ich die. Das ist noch ein bisschen leiser, weil das ist mir schon ein bisschen wieder zu laut. Kloß im Hals. Zack. So ist schöner. So, und dann geht das zu Feld 2 hoch. Gut. Machen wir uns mal auf den Weg. Schluck Käffchen. Dann geht das los, ne? Ja, ihr seht die Realzeit. Ich wollte sie eigentlich gestern Abend noch aufnehmen, die Folge, also am Sonntagabend, wo ich es auch angekündigt hatte. Also den 1. Januar. Ja, wie so oft hat die Zeit einem Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja, dadurch, dass ich heute Morgen nicht zur Winterdienstbereitschaft los muss, habe ich natürlich ein bisschen Zeit. Und kann das nachholen. Jetzt habe ich auf jeden Fall meine Ruhe. Ich hoffe, die Regierung wacht nicht auf. Beziehungsweise fühlt sich zu sehr gestört. Ansonsten gibt es noch Feuer. So, jetzt kann ich. Ah. Ja, nicht wundern, ich muss immer noch ein bisschen gucken, wo ich hin muss. Oh, das passt ja. Wir fahren am Shop vorbei. Schneidwerkswagen wechseln. Ohne Wenn und Aber, Schneidwerkswagen wechseln. So. Das geht ja morgens besser wie im Livestream. Ich glaube, ich sollte mal öfters um 4 Uhr zocken. Aber es hat auch mal was, wirklich so früh mal aufzustehen. Man kann viele Sachen in der Zeit erledigen, wo du so am Tag nicht drüber kommst. Man kann auch mal ein bisschen recherchieren, was man gerne wissen wollte. Und ja. So, hier seht ihr auch, warum ich gerne die Schneidwerkswagen wechsle, weil das Schneidwerk ja immer gerne mal rumzickt. Ich sag ja, rumzickt. Ich mach die Dinger nicht, also. Was sich Giants da gedacht hat. Tut mir leid. Jedes Mal ein Krampf, die Dinger da runter zu kriegen. So, jetzt habe ich ihn natürlich hier so festgefahren, dass ich hier nicht mehr rauskomme, oder wie? Na, alles gut. So. Das
Schneidwerkswagen und dann nehmen wir hier wieder die von Fabel. Einfach mal googeln. Ich habe die auch nicht selber gefunden. Ich habe mir da auch, wo ich zu Besuch auf dem Dedi-Server war, da habe ich sie bekommen. Also einfach mal unter Google suchen, dann dürftet ihr sie eigentlich finden. Boah, Kloß im Hals. Zack. Jetzt müssen wir mal einmal kurz ein bisschen weiter rausholen da. Dann bringst du die ersten 5 Minuten mit Drescher zum Shop fahren und Schneidwerkswagen tauschen. Aber naja. Lieber jetzt als später die ganze Zeit ärgern. Habe ich auch keine Lust zu. Ja, was habe ich hier alles vor? Also ich werde auf jeden Fall versuchen, jeden Tag eine Folge. Es kann ab und zu mal sein, dass ich vorproduziere, aber ich glaube, das ist klar, dass ich nicht jeden Tag um diese Zeit aufstehen werde. Das auf keinen Fall. Und dass ich auch nicht jeden Tag gleich viel Zeit habe. Deswegen, ich versuche immer ein paar Folgen aufzunehmen und sie dann alle hochzuladen. Ich versuche eine gleichbleibende Zeit zu behalten. Aber wie gesagt, ich kann auch nichts versprechen. Ich bin dabei, das jetzt wirklich super zu machen. Ihr wisst ja, jeder hat mal klein angefangen. Frei. Schnell rüber, bevor mir der wieder die Vorfahrt klaut. So, da drüben ist ja das Feld, was wir bearbeiten wollen. Oh, ja. Da habe ich natürlich wieder nicht aufgepasst. Ja, und dann wirst du gleich schon wieder eingekeilt von dem KI-Verkehr. Also ein bisschen mehr Abstand könnten die auch gerne halten. Muss ja echt aufpassen hier. Mann, 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 Mann. So. Groß ausholen. Zack. Nein, 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 nein. Das war nicht geplant. Ja, so geht das auch. So kann man auch ein Schneidwerk abladen. Lichtraum muss ja auch mal geschnitten werden. Fängt ja gut an hier, der Morgen. So. Ausklappen. Dann werden wir einfach mal hier gleich den Schlag runterfahren. Also das Feld runterfahren hier. Stroh häckseln, die Außenbahn. Damit wir nachher schön in der Mitte lange Bahn ziehen können. Machen wir uns den GPS noch an. Und dann geht's mal los. Erst einmal außen rum und danach die Langbahn, um ja, schön vernünftig pressen zu können. Zack. Und jetzt hier hoch. Ja, so ist das halt, ne? Aber so kennt ihr mich ja. Mal ein Schneidwerk verlieren. Mal ein Auto rammen. Mal gegen Baum fahren. Das bin ja ich. Und heute ist
So wie die anderen Tage auch immer, alles ohne Glühwein. Glühwein ist eigentlich nur. Also eigentlich ist Glühwein mein Kaffee, den ich damit meine. Das möchte ich hier noch einmal mit klarstellen, dass ich am PC oder in den Livestreams nie getrunken habe. Was ich auch ganz ehrlich nicht nötig habe. Oh, das gibt dann nachher schön ein paar Strohbeinchen. Ich weiß schon, meine Lieblingszuschauer, die freuen sich schon darauf, wenn ich wieder am Beinstapeln bin. Aber ich krieg das schon hin. Übung macht den Kleister. Oder wie heißt es immer so schön? Schluck Kaffee schon hinterher. Der schmeckt auch wieder lecker. Na, ich glaube, aber mit einem Drescher hier komme ich nie aus. Also ich muss ja doch noch wohl wahrscheinlich den Anhänger holen. Werden wir hier erstmal nur außen rumfahren, dann holen wir den Anhänger. Und dann ist die erste Folge wohl schon wieder am Ende. Beziehungsweise, ich glaube, wenn wir unten sind, ist sie am Ende. Geht einfach immer teilweise viel zu schnell. Aber keine Angst, ihr werdet keinen Schritt verpassen. Ich werde euch immer alles zeigen. Und wenn es dann mal zwei Folgen halt dreschen ist. Oh, was fliegt da denn? Ach, die Möwen. Oha, Möwen. Wir haben hier Möwen. Das kommt mir ja fast so vor wie in der Heimat. Natürlich keine schöne Anfangsspuren. Aber das macht nichts. So, Strohablage ist an. Fort. Ja, immer die Gewohnheit. Momentan, weil die letzten Sachen waren ja alles auf Livestream-Basis. Man guckt doch immer auf seinen zweiten Bildschirm und guckt, wo ist der Live-Chat. Oh, habe ich den überhaupt eingeblendet? Ach ja, ich bin ja in der Aufnahme. Also, die Gewohnheit eines Streamers schon, die hat mich jetzt auch erwischt. So, dass ich jetzt auch immer auf den zweiten Bildschirm gucke, oh, wo ist denn mein Live-Chat? Wo schreibt ihr denn? Aber ich freue mich auch über die Kommentare. Ich werde sie alle beantworten. Wenn das halt nur Sachen sind, so wie Lob, dann werde ich einen Daumen drunter setzen. Also es ist ja nicht böse gemeint. Aber ich werde jedes Kommentar auf jeden Fall lesen. Und wenn Kritik da ist, werde ich sie auch beantworten. Beziehungsweise auch wenn Fragen da sind. Habe ich es ein bisschen eng gelassen da. Aber naja.
wird beim Pressen nachher kein Problem sein. Und ja, hier wird es Quaderbein geben, weil ich die Strohquaderbein lieber stapel als die Rundbein davon. Und ich es einfach auch einfacher finde, Quaderbein zu machen. Ich warte halt noch auf die Kronepresse, die ja auch bald kommen sollte. So, mit der Kronepresse würde ich sagen, war es das für die erste Folge. Ich weiß noch nicht, wie ich es benennen werde. Ich werde es wohl aber auch Hashtag 1 machen, also Hashtag 001. Bedanke mich fürs Zusehen, freue mich über den Daumen, freue mich auch über die neuen Abos und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Gnomi. Ciao, ciao.